Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Wreckfest. Ich habe das letzte Mal gesagt, vielleicht geht es auch hiermit weiter. Allerdings müsste ich für das Rennen hier ein neues Auto kaufen. Die kosten so um die 15.000 Credits. Und ich habe bloß 6.000, von daher kann ich das doch erstmal nochmal vergessen. Und deshalb schauen wir uns heute hier dieses Demolition Racing Heat Race an. Redneck Rage. Hinterwäldler Halligalli. Die örtlichen Hinterwäldler wollen ein Rennen in der Wüste fahren. Das ist für dich die perfekte Chance, ihnen eine Lektion zu erteilen und dabei auch noch jede Menge Spaß zu haben. Die sind hart drauf, aber du bist härter. Gut, das lassen wir dann auch erstmal. Das geht auch nicht. Das geht. Demolition Racing. Böse bis auf die Knochen. Das Bonebreaker-Tal bietet alles, was für begegnungsintensives Fahren und atemberaubende Zerstörung nötig ist. Eine Reihe Sprünge, Steilwandkurven und natürlich eine mörderische zweispurige Passage, in der das Rennen in Sekundenbruchteilen kippen kann. Mach dich auf einiges gefasst. Mit dem Mattier verursache mindestens 3000 Schaden, lass mindestens 3 Gegner rausdrehen. Okay, das sieht interessant aus. Wenn ich mir da das die Map da ansehe. Bonebreaker Valley. Mal schauen, wie das läuft. Der Mattiger ist ja auch noch eigentlich ziemlich ein starkes Fahrzeug. Aber halt weniger schnell als andere. Okay, I see. Shit. Habe ich falsch geschaltet? Nice! Vincenter. Sieht halbwegs gut aus. Einfach so mal reincrashen in jemanden. Aber ich muss weiter nach vorne, shit. Sonst zählt das Rennen gar nicht. Das kann schwierig werden in der dritten Runde. Was war das denn? Junge, was mache ich hier? Okay, 9. Ist das die Ziellinie schon? Ja, gut. Halt. Was für ein Chaos. Zwar schlechte Platzierung, aber ich habe mich qualifiziert dafür. Verursache mindestens 3000 Schaden. Das andere Ziel habe ich. Ich glaube, das kann ich bloß schaffen, wenn ich irgendwie jemand zwischen rein crashe.
ich habe halt hier ziemlich wenig Geschwindigkeit drauf. Mit dem Matti hier. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, die Kurve hier nimmt mich halt schon ziemlich mit. Das ist schlecht. Das wird schwierig, da was zu reißen. Dann versuche ich wenigstens den Schaden hier einzuheizen oder mitzunehmen, besser gesagt. Gut, ich habe es erreicht. Dann kann ich durchs Ziel fahren, auch wenn es nicht zählt. Aber das Ziel habe ich erreicht. Bone hier. Zeitziel habe ich erreicht, dann kann ich versuchen, obwohl, wait, vielleicht kann ich ja den Wagen noch ein bisschen auftunen, was die Geschwindigkeit angeht. Zumindest ein bisschen. Auch wenn da wahrscheinlich nicht viel drin liegt. Wieso ist das verbaut, wenn das besser ist? Gut, Panzerung wiegt halt ziemlich viel. Sorry, wollte ich nicht. Ich könnte versuchen, die Panzerung hier kurz zurückzubauen. Damit wir ein bisschen Gewicht rausnehmen. Ja, immer diese Meldung. Mir ist klar, dass ich mit Mods spiele. Dann versuchen wir doch das Ganze nochmals. Bisschen schneller und weniger Panzerung. Mal schauen, ob das klappt. Hoffen wir das Beste. Ja, doch, sieht schneller aus als vorhin. Sorry, wollte ich nicht. Aber der Schwerpunkt ist immer noch halt ziemlich hoch. Aber 4. von 24 sieht schon mal besser aus. 1. von 24 noch besser. Die Kurve war schlecht genommen. Man wird hier so langsam in diesen Kurven. Nicht mitten durch!
das ist doof. Mitten rein. Die haben hier halt schon viel mehr Geschwindigkeit drauf als ich. Ja moin. Fünfter von 24. Gilt das als Strecke? Ich hoffe es. Ja, nice. 8er von 24, es wird immer schlimmer. Dabei wäre ich schon im Ziel gewesen. Naja, 11er. War vorher besser. But I'll try the best. Ich muss die Kurven hier hinten einfach besser anfahren irgendwie. Genau, mach du mal einen Abgang. Nee, lass mich. Mehr als in den dritten Gang zu schaden, lohnt sich auch gar nicht. Nee, nicht drehen. Danke. Oh shit, da bin ich über ein Drüben gesprungen. Boah. Was für ein Crash. Alter, ich weiß, ich mache hier das Getriebe völlig kaputt. Eigentlich, weil ich die ganze Zeit im Drehzahlbegrenzer fahre. Im zweiten Gang. Aber so funktioniert's. Zumindest. Okay. Das letzte Rennen. 6 Runden diesmal. Vorhin waren es ja 3. Er ist einfach auf mir gelandet. Das war viel zu schnell und zu doof genommen. Da fliegen die Reifen. Knappes Ding. Die Mitte ist einfach dangerous as hell. Holy moly. Auch wenn ich gerade 2 Sekunden auf dem zweiten Platz hatte. I don't know. Alles gut. Solange ich lebe, ist alles gut. Ernsthaft, Zaun wird auch immer weniger. Boom! Also, einer nach dem anderen wird hier kaltblütig drangenommen.
Da haben sich irgendwie 3-2 verkeilt. Okay, Dritter von 24, das sieht gut aus in der vierten Runde. Habe ich den zerstört? Da liegt schon eine Leiche. Da hat sich ein quer weggeschossen. Auch gut. Boah, der fliegt! Shit. Aber ich musste die Opportunity benutzen. Immer noch Dritter, das ist gut. Der Wagen sieht zwar ziemlich Schrott aus. No, nicht beide in die gleiche Richtung demoliert. Da wollte ich ihn nach rechts und er nach links, was das gleiche ist. Meinen Rivalen kann ich irgendwie nicht umbringen, ne? Oder vielleicht doch? Ne, doch nicht. Oh shit! Boah, der hätte mich fast gehabt. Okay, fünfter Platz, damit gebe ich mich ziemlich zufrieden. Wenn es das wird. Das ist eine Leiche! Da ist zu viel los! Nee! Dritter, was? Wieso Dritter? Was ist da bitte passiert? Von fünfter auf dritter? Holy shit. Was für ein Rennen. Level 20? Level 20. Sehr nice. Zwei von zwei Bonuszielen. Totale Punktzahl nicht ganz erreicht. Mal schauen, ob ich das irgendwann noch nachholen werde. Alter, deutsche Sprache. Ja, und somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge von Wreckfest. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss.